So, und damit willkommen zurück. Seid gegrüßt zum Livestream. Wir spielen Park, wie dieses Spiel. Park Beyond hieß es nicht. Das ist ein anderes Spiel. Planet Coaster spielen. So. Immer spielen. Meine Parks. Dann habe ich so. Aha. Neu starten? Eigentlich nicht, aber okay, schauen wir mal. Kann der Playlist im Hintergrund laufen, wo wir heute ein bisschen Musik laufen haben. Die wird natürlich jetzt gerade von Titelmusik übertüncht. Ist da sehr laut übertönt. Mal schauen, wie sehr wir uns heute hier mit der mit dem Terraforming aufhalten werden. Letzten Mal hatten wir ja noch das Problem mit dem Hügel. Und heute. Ah, okay, hier sind wir. Im Spiel. Kann ich mal den Soundtrack ausmachen? Können wir den ein bisschen lauter machen? Ich hoffe, der stört nicht zu sehr mit dem. Sollte weitestgehend ruhige Musik sein. Die dürften natürlich jetzt nicht über meine Stimme laut sein. Ich denke, das müsste gehen. Wenn nicht, dann noch ein Mühleiser. Ja, ich hoffe, so geht's. So, jetzt hätten wir das Ding, das wir hier. Die Brücke haben wir schon sehr, sehr gut rüber geschafft. Jetzt müssen wir das hier irgendwie noch da. Das war ja. Jetzt geht's hier mit dem lästigen. Regenbau weiter. Irgendwie hatten wir es ja schon fast. Da schon ziemlich weit vorne gekommen. Geht's hier natürlich mal nicht weiter. Und wie müssen wir das bloß irgendwie miteinander verbinden? Der Hügel will nicht. Es will ja auch halt hier wirklich nicht auf eine Ebene, soweit man da was gelegt hat. Das geht jetzt. Also mein, wenn es das ist.
Wattstange ist natürlich ein bisschen kurz hier. Na, hier geht es natürlich mal wieder nicht. Ich hätte sie auch mal ge... Ach, Scheißdreck! Den Weg wieder gelöscht. Das passiert auch manchmal. Das Gant ist das hier bestimmt nicht, aber ich nehme es einfach mal in Kauf. Jetzt hätte ich hier gerne noch ein, das muss irgendwie jetzt nicht nur gehen, sondern hier muss noch ein Anstieg irgendwie rein. Und das hier hochkommt. Geht der Weg wieder mal nicht. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was das gerade in der Playlist ist. Irgendwelche Videospiel-Soundtracks sind hier gerade im Hintergrund. Oh, das sieht gut aus. Sehr nice. Bin geschrieben, wurde repariert, sehr schön. Jetzt muss ich hier mal raus. So, natürlich erst noch einen Spedition anfordern. Ticketpreis. Ein bisschen Geld müssen wir schon verdienen. Schienenauslöser. Das bin ich, was das jetzt hier war das. Irgendwas löst das dann aus? Ein Feuerwerk oder was? Ah ja. Dann machen wir mal einen Testlauf. Oder auch nicht. Wir öffnen es immer gleich. Auf geht's. Langer Weg hoch den Berg. Das ist natürlich gut, wenn wir hier noch irgendwie den See weitermachen könnten. Noch ein bisschen hügelig anpassen. Sehr schön, hier noch Wasser platzieren. Oh Scheiße, Mann. Das ist hier überflutet.
Hier drüben nicht. Oh Mann. Was ja passt hier nun zu einem. In den Bergen ein bisschen tiefer. Sehr schön. Ja, muss jetzt so. Wir können vielleicht mal zugucken. Können wir nicht. Oh, hier. Ich bin eine Geradstrecke abgefahren. Oh, ja. Oh, das Ziel. Jetzt haben wir den nächsten und jetzt aussteigen und kommt der nächste rein. Und ich den nächsten reingelassen. Ah, da kommen sie. Oh ja, hier. Sitzkamera. Und grün. Let's go. Auf geht's. Action. Wie bei Mario Kart. Klasse. Ah, das sind die Auslöser, die ich platziert habe, das Wasser, was dort drüber spritzt. Interessant. Und im Ziel. In Runde 2 oder? Ja, Runde 2. Geht's. Er wird gewinnen, er ist unüberholt. Keine Chance für die anderen. Und das macht nicht super Spaß ist. Die anderen sind weit entfernt. Und Runde 3. Gezwungen. Mario ist der Sieger. Final Round.
durch das Wasser durch. Und die sieht man schon von oben. Den Parkzug. Und auf uns Ziel. Okay. Aber letztlich auch schaut. Was sind das schon die nächsten hier? Doch nicht die erste gewonnen. Tja. Jetzt aber raus hier. Aha, 11% dieser Parks sind Schnäppchen, der Eintrittspreis. Die Games ist, ja, 11%. Das ist sehr gut. 11% wollen nicht zu viel zahlen. 11%. Die Warteschlange wird hier ziemlich extrem werden. Hier sind Leute. Ist gut besucht, der Park. Die Kuhhops darum. Ah, hier läuft eine Figur rum. Sehr abenteuerlich. War der Preis zu hoch? Kann man ihn ein bisschen runter machen. Ich habe halt mit dem Schwert gekriegt, dass da zu viele Leute sind. Ein Premium Punk, da können wir mal hier ein bisschen nutzen. Das ist gut, ja. Zwischen der Merchandise und Food. Ich. Notfallstation und Hotel. Ich hoffe, ich gleich noch ein zweites Hotel nebenbauen. Hier noch eine Toilette. Piratentoilette passt von zum passt da zum Mauerwerk. Direkter Eingang. Oh nein, das verspätesten Weg zur. Verspät mich, aber der Hügel ist noch ein bisschen. Muss noch ein bisschen angehoben werden. So nämlich. Wie bespaßt die Kuh, die Leute. Teetomaten brauchen wir auf jeden Fall noch dort hinten beim. Bei der einzelnen Attraktion. Hier am Weg. Dass man sich das hier leisten kann. Wenn man nicht genug Geld mit dabei hat, dass man sich hier ein Geld holen kann. Ich kann auch noch einer hin.
hier direkt davor. Eine Futterbude muss da noch hin. Zumindest dort hinten, da vorne ist ja die ganze. Hier bei dem. Der Achterbahn muss noch was zu essen hin. Das passend zum Pinken. Das ist ziemlich groß. Ein Restaurantkit hier. Ging nur von der Achterbahn. Hier wäre auch was. Zwischen dem Hotel und könnten wir es machen. Eine kleine Mall. Muss das noch die Wege hin? Mal über den Weg hier. Und hier noch. Diese Brücke noch. Zettel noch welche? Nee. Hier ist ein Eingang. Kann ich nicht verbinden. Okay, roter Ballon. Mach ihm ein Angebot. Wir sind nur 50. Orangefarbener Ballon. Ein bisschen schneller irgendwie. Toilettenblock nicht erreichbar. Oh je, muss mich gleich mal drum kümmern. Spezialeffekte Ballon wird ein bisschen teurer. Elfen brauchen wir auf jeden Fall Rentierhut, Breitstadt und Gesamthut. Alles zu 12. Was gibt's hier? Vanille Shake. Ja, so. Hotstock. Hotstock für 8 Euro und 12 Euro für ein Jumbo. Das ist eine angemessene Preise hier. Finde ich doch. Und Trinke da wieder nehmen. Haben wir eigentlich schon. Das Furnierladen.
gar keine Information. Ich kann auch noch keine Information hin. Jetzt passen die ans Eck. Infos hier. Und hier vom Hotel gleich zum Einkaufsladen. Hier müssen natürlich jetzt noch Geschäft hin. Schienenfallgeschäft haben wir hier schon. Racing Cars können wir noch hier im Wildwasser direkt in der Achterbahn. Oh ne, das ist riesig. Aber das Kleine ist noch hin. Dampf. Hammer Swing. Ein Riesenrad muss ja auch noch irgendwo. Die wurde geschnappt. Hier. Nach Haus mit dir. Die will ich hier gar nicht. Wo ist das Toilettengebäude? Hier sind Toilettengebäude. Ist doch erreichbar hier. Oder nicht? Noch hinten den Eingang oder was? Wie absurd. Müssen da noch irgendwie einen Weg bauen? Tatsache. Ist ja dumm gebaut. Ich das irgendwie hier noch einen Weg lang zu bauen? Natürlich nicht. Ich muss wohl hier seitlich bauen. Das ist ein Blödsinn. Ich muss hier so ein bisschen zwischen die fahren. Ist die Kuh da drüben im Boing sagt. Schön blauen Wasserweg. Werden. Ich bin mir das Brückenproblem jetzt hier. Ach, verdammt. Diese bescheuerten Wege hier. Nicht zu sehr absenken, weil sonst kommt das Fundament wieder zum Vorschein. Ich hasse es einfach.
Terraforming. Ich glaube nicht, dass der Weg lang passt. Natürlich nicht. Hier passt ein Weg lang. Ist auf der anderen Seite noch ein Weg. Neben hier. Als ob das jetzt hier nicht ranpasst. Als ob ich jetzt den Weg zur Notfallstation gelöscht habe. Menu. Das ist mir scheißegal, wie es von innen nach aussieht. Ich muss nur das Ding. Dass hier eine Verbindung irgendwie entstehen. Für eine scheiß Toilette. Das ist gut, was zum Kuckuck. Was kommt zu Kuckuck? Es ist. Eingang für das verdammte Klo. Raste. Das ist doch nicht, das ist doch nicht. Ich bin im Kuckuck oder was? Na bitte. Geht doch, warum nicht gleich?
Stimmt hier die Beziehung auf. Die Toiletten jetzt erreichbar. Nicht offen. Hier muss eine Adaption hin. Warum ist sie entsagt? Schon Mitarbeiter gestorben hier oder was? Parkbenutzer einfach verrückt. Müssen die Bäume zur Seite bauen. Geht nicht mehr als neu, sind ist nicht mehr bereit, Höchstpreis zu zahlen damit. Muss man immer verbessern. Warten an vorne. Wird er wieder neu gemacht. Was haben wir denn hier? Die Cube. Auch ein Pink hier ganz in die Nähe bauen hier. Auf dem Weg. Cube hat keinen Eingang, natürlich. Das ist bauen. Hast du hier einen Weg, Eingang? Mach mal hier hin, damit ich da noch einen Tennis wenig Eingang machen kann. Wartestange platzieren. Sieht doch alles blau aus.
Alles im blauen Bereich. Nein, pink und schwarz Kombi. Friede gestern und du musst stehen, so wie du Getränke Sachen. Die Test des Cubes. Nächste Inspektion seit 2 Minuten möglich. Habe ich euch doch angefordert. Achte mal eine Reihe aufstellen. Dann noch unten dazu. Preis mal ein bisschen runter. Scheinbar nicht mehr so beliebt. Oha. Der Cube. Ach, Schreck. Für so eine Sache. Das ist schon schlecht gewohnt. Personal gekündigt. Was zum. Wieder einstellen. Den Verkäufer sollten wir doch haben. Dann soll es nicht scheitern. Das hat öffnet. Kann nicht durchgeschüttelt werden. Eine Toilette daneben, wenn ich daneben danach übergehen muss. Wild gemixt her, das liegt in den Teams, aber insgesamt würde ich sagen, passt noch halbwegs. Kriege ich das denn jetzt hier? Achso, hier. Und Riesenrad könnte doch hier ganz gut hinpassen. Mein Weg zum. Schiffsschaukel noch einbauen. Den hat Radius. Oha.
das hier ist ein bisschen kleiner. Den ganzen Park mal gucken. Eingang. Wie können wir den von hier aus erreichbar machen? Da verkündigen die jetzt alle. Lass ein bisschen einstellen. Ausgang kommt auf die andere Seite. Ach schön. Ich muss mal einfach wieder privat Pokémon spielen. Boah, ich das vermisse. Guten an Nintendo-Zeiten. Hier Pokémon. Gab's hier zum Ende hin, zum Ende der technisches, den Endiabolo. Das mal gewartet werden. Kostet alles. Das geht nicht mehr, ist neu. Verwöhnten hier. Enttäuschende. Fünftümer. Bin geschrieben, wurde noch nicht getestet. Ich teste mal. Das, was ich gerade sagen wollte, ich habe gerade zuletzt angefangen, wann war das, 2019 oder so, da kam das raus, das Remake von Pokémon Diamant und Pearl. So schade, dass wir das nicht beendet haben. War eine Zeit, wo ich dann wo es mir dann nicht so gut ging und wo ich keinen Bock mehr irgendwie drauf hatte und dann auch aus Qualitätsgründen dann irgendwann mehrere Diebe. Da muss eine Riesenratte mit gucken. Getestet werden. Wurde geschnappt, wurde ich sechs Verbrechen hat er begangen. Ey, was ist hier? Das ist ein Riesen, aber so viel Freude hat. So viel Freude macht das nicht. Durst. Wir müssen hier noch irgendwo ein Trinkgestand, den es ja scheinbar noch nicht gibt, aufbauen. Immer so passend hier an den Rand.
damit das hier noch ins Dorf passt. Hinten noch einen. Scheinbar gibt es nicht gut. Ein anderer Stand. Die andere Seite. Gibt es Getränke. Das müsste sich ja jetzt. Was machen wir hier denn noch? Noch sind keine drin. Wir laufen da jetzt erst hin. Kaufen ganz oben überlegt über den wundervollen Parkplan. Ja, ich bin wieder gekündigt hier. Status läuft herum, aber ist das niedrig? Okay, wir bezahlen ja Verkäufer fürs Rumlaufen, aber sobald wir einen neuen Laden aufbauen, heißt es, wir haben keine Verkäufer da drin. Ist klar. Oha, hier sammelt sich ja was. Wir wollen alle trinken. Eine kleine Attraktion hin. Kleine Attraktion sind hier. Die Sachen. Keycaps. Jetzt müssen wir hier. Wenn noch insolvent. Das ist der Preisball. Jetzt haben wir keinen Verkäufer mehr. The fuck. Mehrere Läden haben keinen Verkäufer. Einfach nochmal 5 platziert. Die sollen schon mit reinlaufen. Im Leben sind sie überlaufen. Hier vorne vor allem. Was mit Mischix teuer ist. Schicke halt mal das Zeug. Ist auch nochmal interessant. Das ist Wildwasser müssen wir auch hier irgendwo hinbauen noch. Ein Boomboot. Hier müssen auch noch Sachen hin. Wie die noch lang läuft. Noch auf Verkäufer einstellen.
Der findet seinen Weg. Oha. Ach du Schreck, wie riesig ist das Ding. Und hier Wildwasser-Rafting. Nicht noch anbauen. Hier ins Wasser. Und ich schon unterwegs zu dem Wasserschloss ist. Ich müsste hier so irgendwo hin. Was doch so, damit man von der anderen Seite hier, man da auf dem Weg lang kommt. Das wird jetzt wieder was mit Hügeln. Der Wasserweg hin. Boomboot wurde noch nicht getestet. Ja, da bin ich doch gerade dabei, Mann. Nicht testen, bevor das hier verbunden ist. Geht das hier, wenn ich den meinen Weg wieder nicht verbunden. Das ist ein roter Weg. Alter, die Arbeitsmoral hier. Viele denken darüber nach zu kündigen. Ja, Zufriedenheit hier, was ist denn? Müsst ihr jetzt einzelne Gebäude zuordnen oder was? Die haben doch die Personalgebäude, meine Fresse. Ich kann auf dem Weg nicht noch welche pflanzen, aber hier ist der Wasserweg hin. Hoffen, dass sich das irgendwie verbindet. Jo. Hier noch ein bisschen weiter. Oder durch eine Armada aus. Ausgebaut. Ich muss jetzt noch ein bisschen Warteschlange.
sehr schön. Mülltonnen. Gibt's hier keine? Müssen die einfach mal mitnehmen. Mitarbeiter einstellen. Wollen die extra Spaßung haben oder was? Personalgebäude. Wollte noch ein paar ran. Ist dann so ein bisschen das Personalgebäude doof. So, ja, das ist der Witz. In einem der Personalgebäude kann es doch jetzt hier wieder. Irgendwo schön. Und jetzt. Wildwasser Rafting. Ist noch relativ sanft, aber das wird noch oben. Das wird spritzig. Diese Animation von den verschiedenen Fallschiffen, die finde ich auch echt gut im Spiel. Dass nicht nur so Vogelperspektive von oben, sondern dass man auch hier mal mitfahren kann. Noch relativ entspannt. Geht bestimmt nicht abwärts. Oh ja, jetzt geht's zur Sache. Ganz kurz. Ja, ist glaube ich eher so eine, ist eher eine entspanntere Sache. Obwohl das Wasserboom heißt. Obwohl hier jetzt steil bergauf. Oha. So knackig. Uh-oh. Okay, ich hätte jetzt gedacht, da geht es jetzt schräg wieder runter. Hier geht entspannt. Spannende Sache. Das war so ausgut.
und Berglandschaft und den Park beobachten. Wow, hier wird man nochmal vollgespritzt. Ja, spannend ist das jetzt nicht, aber ein kleines Fahrgeschäft. So klein ist das auch nicht. Heatmaps keine. Nervig, jetzt ist da keine mehr vorhanden. 2,5. Ah, da ein bisschen Übelkeit. Einfach mal eingestellt. Hier macht es ein bisschen Spaß. Hier dürfte der jetzt am höchsten sein. Das ist ein bisschen nervig, wenn man denkt, es geht schnell bergab. Aber es geht dann doch relativ langsam. Hier so. Oh. Also Spaß macht das Ganze. Naja. Das ist im roten Bereich. Hier wird es spaßig. Ja, es hat eine entspanntere Strecke. Ich würde mal sagen, öffnen wir das Ding. Können wir jetzt auch mal hier lang kommen. Hier noch ein paar Läden hinbasteln. Und Getränkestände. Doch schon die Bäume so schön. Gefällt ihnen bestimmt ganz gut hier. Und den Geschäft dann nämlich unterknüpfen. Passt hier nicht mehr hin, oder?
Doch, das passt hier hin. Wo ist der Eingang hin? Oh, der muss da hoch. Sehr interessant. Hier sind die beiden oben auf dem Schiff. Das ist hier so Fans und Piratenmix, hauptsächlich das Ding. Noch ein Fahrtgeschäft hin. Bisschen Dampf. Hier ist Sophia, Genie. Schiffsschaukel, die waren, da hat man ja da drüben schon. Schiffsrestaurant. Hier so ein Schiffsschaukel neben dem Wasser. Das ist gut, das finde ich auch nicht schlecht. Als ob wir keine Verkäufer haben. Den Ausgang. Wir sind leben. Immer schwarz hier. Über den Holzweg könnte man auch zum Piratenschiff passen. Du bist auch im Holzweg. Wunderhübsche Warteschlange. Und immer austesten. Ja, 4,24. Sehr spannend.
Ja, es schüttelt einen ziemlich durch, also Liebe, erregend ist das irgendwie. Du wirst seekrank auf der Schaukel. Spaß, zwei Nervenkitzel. Übelkeit, ja vor allem Übelkeit. Einstellen. Ah, der Park boomt. Hier muss noch irgendwo gucken, hin. Das war ein Kruppe hier. Noch mit Informationen. Hier mit dem Ausgang. Muss hier noch irgendwo eine Verbindung zum Rest des Bars geben. Hier noch irgendwie hin. Wie kann man dann jetzt hier hinter ran? Ich muss hier auf dem Weg noch ein bisschen was. Auch wenn wir ein bisschen Probleme damit haben. Ne, komm, essen gibt's da vorne. Machen wir jetzt hier nicht noch mehr hin. Erste Hilfe muss hier noch hin. Für den Laden füllen. Na, von mir aus. Einen natürlichen Weg. Schon.
Ist wieder irgendwas nicht erreichbar. Wissen die Klauen. Noch zwei Verkäufer. Wahrscheinlich die, die keine Verkäufer haben. Wollen sie nicht. Ja, arbeiten da schon welche. Dass es keinen Spaß macht, kann man den Pakt nicht vorwerfen. Die Nächte sind hier sehr kurz. Das kleine Mädchen ganz vorne. Gebäude. Ein dekoratives Haus. Der Hausmeister ist unzufrieden. Breaking News. Müde und brauche eine Pause. Ist das hier Sims, dieses Spiel, oder kann er es selber tun? Stellen wir ein paar neue Hausmeister ein. Das ist ein großer Park. Drüben müssen wir noch ein paar Piraten und Matura anrühren. Muss noch irgendwas hin. Jetzt Fahrgeschäft. Magic True. Das passt. Irgendwie passt sie hin. Und der Ausgang. Ja, Hausmeister gekündigt, neuen einstellen. Vielleicht können wir deren Bezahlung irgendwie
erhöhen oder so. Hier müssen laufen nicht da drin. Hier kommt einer. Aber insgesamt. Ja, die Breite geht, da kann ich nicht erwähnen, ich kann es nicht sagen. Gibt ein bisschen mehr Geld oder so. Wie viele Leute haben wir denn überhaupt hier? Bin geschrieben, macht Verlust. Er macht Gewinner. Muss ich dann vielleicht wieder Leute beschweren? Sicherheit. Können wir endlich wie viele Sicherheitsleute wir haben? Nach dem Kampagne brauchen wir eigentlich doch nicht. Virales Video. Hat eine gute Bewertung bekommen. Ah, Familienprogramme sollten wir auch noch schalten. Ich habe noch mehr Gäste kommen. Viel zu wenig hier. Was können wir denn hier gegen, was können wir gegen seine Zufriedenheit machen? Fortbildung, Azubi. Ebert bin nicht. Aber jetzt Planmanager. Disziplin erstellen. Aha. Unterhaltung für Personal. Anständige Versorgung bestätigen. Ich habe das gar nicht zugeordnet hier. Freizeitclub. Ich muss jetzt überhaupt erstmal zuordnen. Jetzt Büro. Da liegt es hier. PR-Kurs für Mitarbeiter. Außenraum. Enthaltung fürs Personal, ich glaub's nicht. Okay, ich lasse jetzt nicht auswählen. Ha,
So, sehr schön. Ich löf's da endlich mal. Ein Darlehen. Ich weiß, dass der Park schlecht läuft. Arbeitsplan freundlich. Kann ich auch irgendwie verstehen hier. Helden, arbeiten ja nicht umsonst da was. Können wir das können. $200 pro Monat. Wo bin ich angestellt? Muss man darauf achten, wenn die kündigen. Den nächsten. Der Hausmeister sollte definitiv viel mehr verdienen. Kein Wunder. Ein Müll verdient hier keiner, das habe ich gerade schlecht gesehen, aber keine Freizeiträume, keine Pausenräume, keine. Jetzt muss ich erstmal endlich mal das Geschäft hier unter drüben anschließen. Den Kartenloot. Welchem abgehalten. Weg zurück. Sehr schön, kann öffnen. Testen müssen wir nicht. Geöffnet. Wundertoll. Jetzt haben sie auch tatsächlich Sachen. Das Neigengebäude in denen hier. Das sind die Gebäude nicht nur leer stehend. Und da Dinge drin. So, hier muss noch was hin. Kleines Fahrgeschäft. Oh ja, hier dieses. Ich glaube, da nur zu vielen. Dieses Rammer-Auto-Dings.
Hier ein Eingang, hier ein Ausgang. Ja, erfahrungsgemäß ist das auf Jahrmärkten jetzt nicht so. Die Schlange muss jetzt nicht so lang sein. Müssen wir nochmal gucken hier. Kann losgehen. Dazu, wenn Leute drin sind. Oha. Das kann ich ohne hier nicht machen. Kostet das zu viel? Hier stehen Leute an. Kommt vereinzelt wieder runter, vereinzelt wieder runter. Ich weiß nicht, wie man Müllton platziert. Gibt es denn hier eine? Muss man tun. Ich könnte vielleicht einen Sci-Fi-Bereich hinten hinbauen, damit es hier nach hinten geht. Mal hier ab, noch so ein der PC raucht aber hier wirklich gleich ab. Merkt, dass der alt ist. Hier so lang, dass wir hinten noch genau eine Attraktion hinten Sci-Fi doof. Machen wir so einen Kreis drumherum, wie kann man hier. Wenn von beiden Seiten hinkommt. Mein Geld für die Möglichkeit kriege. Den
gleich auf der Park dann bald. Die Leute lang. So, wie war das? Wir können eine Attraktion hier. Das ist an irgendeinem Grund das Piratenposter. Copperhead Strike, okay. Es wird auch eine große Achterbahn umgegeben. Afterburn. Das klingt sehr falsch. Raus die Nose. Das klingt schmerzhaft. Tornado, da heißt hieß Twister. Turm des Schreckens. Die muss ja auch irgendwo hin. Halleluja. Weiß ich nicht. Und Venom haben wir hier. Tornaden. Nervenkitzel. Das ist der hier das Beste. Steel Vengeance. Ach du Scheiße. Das geht ja hoch in den Himmel. Okay, warum nicht? Machen wir hier so ganz langes Ding. Es braucht ja ewig, bis es... Beste gefühlte Ewigkeit. So groß ist der ganze Park bisher. Lichtgelände. Passt hier nur zu hin wahrscheinlich. Passt kein zweiter Achterbahn hin. Blockiert. Die best passt, dann nehme ich noch was hin.
Das ist zu riesig. Wahrscheinlich schon. Geht nicht mehr, ist neu. Ja. Ich lass mal hier hin. Ist auf dieser Seite. Ich muss das nochmal drehen. Hast du wirklich nichts mehr hin? Und auch hier noch eine Freifläche. So wird's passen. Ich kann über den Weg bauen. Okay. Mal rechts für den Abgrund zu rasen. Hoppla. Das harte Pflaster hier. Da werden sie hoffentlich anstehen. Das Wegplatzieren ist manchmal auch ein bisschen umständlich. Ich weiß auch nicht. Kickt man sich hier und dann wird man das falsch platziert. Also gerade ist das hier nicht.
Hier rüber muss das auch nicht hinkriegen. Ein langer Weg. Nicht gerade Platz sparen, das ganze Ding, aber was soll's. Sehr schön. Das kann ruhig ein bisschen kosten hier. Ja. Nicht. Wir entstehen es nicht. Und das Ding sieht man ja schon vom Eingang aus. Einmal testen bitte. Ach du Schande. Kurz die bereit halten. Ach du heilige Scheiße. Habe ich mir schon mal vorgestellt, aber schon. Ja, schon übel. Und dann noch die Drehung um. Ach du Scheiße. Da würde ich mich sowas von bepissen und kotzen. Das macht Spaß. Nervenkitzel, Übelkeit. Das beliebteste hier. Heatmaps. Nervenkitzel. Zeig ich mal. Sechs, sieben. Spaß scheint es zu machen. Scheint eine sehr gute Sache zu sein. Übelkeit. Hier wird einem nicht übel, kannst du mir erzählen. Es kommt erst hier unten. Technisches Problem. Immer warten.
geöffnet. Dann muss ich auf jeden Fall nochmal Erste Hilfe Station. Toiletten zum Kurzen. Noch für Leute, die blöd genug sind dafür. Noch ein Unbestand. Muss man gleich daneben wieder auskotzen können. Nach der Fahrt. Infostand wird ja auch noch hin. Irgendwo muss die Verzichtserklärung unterschrieben werden. Geldautomat. Mal ein bisschen die Stimme anheizen. Nachts sieht das definitiv cool und cool aus. Zu nah zu. Stromgenerator hier. Eine Windmühle. Jetzt auch hier den Kind in den Klatschen. Kratz könnten wir noch hinbauen. Muss ich mal an, ist doch noch so ein großes Ding hier. Platz hier ein bisschen verschönert oder verschlimmert.
Ansichtssache. Machen wir so eine richtige Stadt draus. Können wir noch ein Skyline. Nur noch nicht. Jetzt soll ich den machen. Da geht die noch pleite. Ich habe es auch ein paar Leute hingeschafft. Ein bisschen mehr Geld bezahlen, wo sie schon hier sind. Das bist nur du. Wo die Linken mit denen geschafft. Medizin oder was? Bisschen mehr Geld für alle. Ich muss auch noch Deko hin, dass wir irgendwie den Platz dann füllen. Dass es ein bisschen voll aussieht. Hier müssen noch Sachen auf dem Weg. Jetzt mal gucken, ob hier Leute einsteigen. Und der Weg ist jetzt ziemlich lang. Sind die Gegner ein bisschen überfüllt? Nicht nur das ist. Ich brauche noch eine Ewigkeit, um bei den Rippen hinzukommen. Aber es ist gut genutzt. Cube hat ein technisches Problem. Also ein umgeschubst hier.
Da wird so mal alles inspiziert. Aber wenn ich hier hingucke, sind keine Leute da. Ein paar da. Läuft das Ding nicht bis hin oder laufen die nur rum, wenn ich hingucke? Ein Astron. Ein paar liegt zu viel Müll. Ja, wozu haben wir denn so einen Hausmeister? Deshalb kommt es hier. Beschwerlicher Weg hier durch das ganze Gebiet. Die Hälfte auf dem Weg verhungert. Und zwar 1 und 2 Wagen 5. Jetzt fahren die hier zu viert oder was? Nur eine Runde. Na, die nächsten. Nicht ein Personalgebäude oder was? Die Kapazität hier mal erhöhen. Maximale Kapazität. Jetzt auch mal voll besetzt hier. Die sind hier sehr ungeduldig. Die ganze Nacht hier angestanden. Thank you.
Sehr schön. Das kann ich auch hier nicht anpassen. Ja, läuft ja hier. Noch Dampf dazwischen hin. Wo das hier sein Eingang? Ah, hier. Steam. Sehr hier schon vorgegeben. Ein bisschen komisch schief, aber was so ist. Ein Ausgang. Sehr schön. Zuggeschwindigkeit. Übertreiben das einfach. Vier können schon gehen. Premium-Pass. Ich glaube, das noch nicht kriegen. Oh, das muss ja der Premium-Pass gut sein. Sehr schön. Muss noch irgendwie getestet werden. Ah, ja. Kleine Autofahrt. Ganz neue Modus hier. Mal ausprobieren, wie es sich im Auto anfühlt. Okay.
Wenn sie mir noch sichtbar kurz in den Schädel eingeschlagen kriegen. Zu so tief in dem Ding. Und aufgestiegen in den Büschen. Sehr spannend. Cube ist schon wieder kaputt. Technisches Problem. Aber bringen kann ich es irgendwie nicht. So ein Mist. Ist ganz kaputt oder was? Jetzt meinen neuen Cube hinbauen. Da bauen wir sowas mal hin. Die Warteschlange ist ja schon da. Nein. Und noch weniger Geld. Das wird doch auch gruselig hier. Tür hat ein technisches Problem. Das muss dringend gewartet werden. Wenn hier was kaputt ist, große Güte. Das geht auch noch gut. Oh, hier. Jetzt gut. Oh. Warte, Luca. Oha. Das ist
Das ist kein so schlechtes Bild hier. Durch den Ring hier. Moment, inzwischen sieht es halbwegs gut aus in dem Park hier. Noch ein paar Deko-Sachen hier, ein paar Räume und so ein bisschen. Rücken durchgeschüttelt. Inzwischen ist es ein ganz passabler Freizeitpark. Kann man schon den Tag drin verbringen. Hinten geht's ins Hardcore-Land. Oh, hier ist auch schon ein Lauf. Ging er gerade zurück oder was? Weil gerade gewartet werden muss. War das hier oder? Nee, hier braucht es einen Helfer. Bin mal so fair. Läden machen Verluste, Bankverwaltung macht Verluste. Fahrgeschäften-Tickets, die bringen ordentlich was ein. Inzwischen. Aha. Da ist es auf dem Grünzweig. Jetzt können wir hier noch ein. Das passt doch super hier, Forge. Noch ein bisschen durchgeschleudert werden. Ich mache so einen richtigen Skyfall Tower. Sinfred Cube. Das würde mein Freund oben nicht mehr haben. Die Sophie haben wir da vorne schon. Blackout. Das ist ein Name. Screenator. Ah ja, das ist so ein Freifall-Turm. Nicht ein Extrem geht nach der anderen. Hier ist wirklich Hardcore-Mode. Dann nehmen wir den aus, das ist gut. Ist gut genug. Den testen. Mehrere Ideen haben keinen Verkäufer. Ein bisschen mehr Geld zahlen. Nö. So gut bin ich hier. Wir müssen noch was gebeutet werden. Hier noch ein paar
So, öffnen das Ding. Wie ist das denn müde? Pausenräume für Gäste oder was? Und laut Sicherheitsdienst hier so viele Typen hier rumlaufen. Den anderen finde ich nicht mehr. Ach, hier kann ich das einstellen. Gehalt. Das für alle einstellen. Und nach fortbilden. So viel Personal hier. Können wir es auch endlich den Geschäften zuordnen? Die messen frei beweglich. Wir müssten sich mal einen Platz suchen. Fortbilden. Warten wir anfordern. Personalmanagement muss ich auch noch lernen. Gut, ich weiß nicht, ob ich das geht habe, aber. Halt ihn mal. Ein Tausender. Ich denke, das ist ein bisschen die Arbeitsmoral. Und wenn nicht, dann bin ich aber auch enttäuscht. Information 7 ist. Das frei, dann kann sich doch einer von denen gut bezahlen, die mal dahin bewegen, hier rumlaufen. Damit geht hier noch bankrott. Ich sag's euch. Vierer drin für alle hier. So ein Pferd ist das weit entfernt, aber. Mein Figur ist amerikanische Kenntnisse wahrscheinlich schon. Das ist ein wirklich Spitzengehalt, das ich ihnen gerade gebe. Da soll da mal einer hingehen.
Ich habe hier genügend, ich kann hier nicht weit noch weit reinstellen. Ich habe hier das nicht. Das ist hier wirklich. Security muss ja wohl hier ordentlich verdienen. Techniker. Oh no. Dabei, da gerade bei der Bombe, wenn die meine unzähligen Leute hier zu bezahlen. Mal bitte selbst nicht dahin gehen zu können. Und wie hier können die Bekündigten hier noch einer. Klingt gerade 10 das 100-fache von dem, was sie vorher verdienen. Und wenn auch gleich wieder glücklich. Die Verkäufe hier alle funktionieren. Der letzte Plan kann ich immer noch nicht. Mit so einer Armee aus stehe hier keinen ein. Ich habe hier eine Horde von Leuten, die sich da. Sollen die alle fünf vermutlicherweise selbst hingehen? Und ich finde die Möglichkeit, die hier zuzuordnen. Ich könnte mir das schon verlangen, dass die hier mal selbst einen Weg finden. Dann ausgewählt. Animateure. Sind wir auch nicht weggekommen. Es liegt gleich gar kein Müll mehr rum, hoffentlich.
die Hausmeister, die mehr verdienen, als ich jemals kriegen werde. $2000 im Monat. Ist doch umgerechnet irgendwie. Und für amerikanische Verhältnisse wahrscheinlich eh nochmal bestbezahlte Hausmeister. Und alle ausbilden. Steigt auch die Zufriedenheit der Kunden. Nicht nur Azubis stehen, sondern auch mal hier. Besser ausgebildete. Besser ausgebildete Hausmeister. Da wird schneller hingehen. Ja. Was jetzt nochmal machen will? Den Kunden, der hier mal reingeht. Folgt ihm jetzt mal. Das ist die Perspektive eines Kunden. Bank. Vielleicht auch mit dem Arbeitungspersonal. Wie kriegst du so viel Mühe? Natürlich landen die hier erstmal in der Fressmeile. So muss das. Bisschen Soundtrack hier. Oh, da schwebt eine Fackel in der Luft auch schon. Läuft ja aber straight durch, dass da hier. Sie geht nicht ins Restaurant essen. Jetzt kein Imbiss. Vielleicht zu ein paar Geschäften. Mal schauen, was er vorhat, was sein Plan ist. Gut, dass den Hausmeister jetzt viel gezahlt hat. Ich sehe da wieder einen Berg an Möhren. Wird jetzt aber hier aufgeräumt. Meine Fresse. So schauen wir hier auch immer wieder. Und jetzt haben wir die Frisur von dem oder Mann im Gesicht. Mhm.
Jetzt wollen wir ein bisschen Geld abheben oder was? Oh, die Hausmeister sind aber auch nicht aufgefallen. Das ist zu gemüllt hier. Jetzt glaube ich dich nochmal ein paar Hausmeister einstellen. Geht der hin? Und es ist jetzt ganz spannend, mal herauszufinden, was der sich der einen Gast zu verfolgen. Geht der hin? Was ist der vor? Der ist gerade durch die Fressmeile durch. Das ist scheinbar sein Kumpel hier, der Bunchop. Welche Aktion wird er nutzen? Das Essen, nichts trinken. Hier nichts. Ich bin wahrscheinlich zu einem Extrem in den Boot hinten. Und fährt er mit der Achterbahn los. Aha, biegt er links ab? Ja, scheint er. Der biegt links ab. Ich glaube, der will zu dem. Zum großen. Zu dem. Zur Extrem-Achterbahn. Ich hatte schon von ferne gesehen und gesagt, heute komme ich hier für ihn. War voll hier, das ist hier schon. Beliebt, der war gut besucht. Hier liegt nicht mehr so viel Müll rum, das ist da. So wie bei den Fressmeilen dort vorne. Aber was wird sein, wird hier Roller? Derby hier. Schubsen mit Autos. Nein, offensichtlich nicht. Jetzt bin ich aber gespannt. Mit einer Frau gebaggert. Den will ich den wieder stören. Aus. Zum Piratenduft darüber zur Wassersache. Stream hier mit so einem Freefall-Tor. Das soll es sein. Wird ein bisschen angerempelt hier. Ist auch Rappelfunk. Ja, es geht hier. Man kriegt nach hinten. Den ganzen Tag hier schon unterwegs zu Fuß. Ist ein großer Park. Nichts gegessen, nichts getrunken. Das ist hier tough. Na, wo soll es reingehen? Hier rein. Links. Nicht, der dreht jetzt um und geht wieder zurück. Ne, war doch nicht so. War doch nicht so das Ding hier. Zu extrem hier hinten.
doch beim Wasserstand, Wasserdings hier. Wedi geht jetzt in selben Weg zurück. Vielleicht genau das Gute. Ich hätte jetzt gedacht. In der KI zu folgen, weil spannend ist ein Tag. Jetzt haben wir doch hier das Roller. Und dieses. Das Autofahren. Da hat er einfach nur einen Rundgang gemacht. Ich habe so geguckt und gleich wieder raus. Guckt ihm jetzt zu, bis der sich in der Interaktion da. Bis der wieder rausgeht. Ah, hier, ja. Ja, von der Derby. Was ist das so? Sich gegenseitig schubsen mit Autos. Ja, die Wege sind komisch schief gesetzt. Sorry. Seine Kumpel ist immer noch dahin. Scheint die Kumpel zu sein hier. Muss mal ein bisschen anstehen. Da steht aber eine Menge an. Das Warten. Nee, ja nicht so lange dauern. So, ja. Jetzt noch eine halbe Stunde lang. Ja, das kann ja. Das bewegt sehr, sehr schnell vor. Und es wird doppelt besetzt. Oh ja. Wäre ich dran hier. Nächste Runde. Ja, das gehört auch mit dazu zur Parkverwaltung mal so ein bisschen die Perspektive der Kunden einzunehmen. Mal Probe. Weiß nicht, jetzt bestimmt auch ein echt, dass man so also mal als Chef des Parks mal selbst so als Kunde durch den Park läuft. An der Cover Boss so ein bisschen schlechtes Beispiel. Dumme blöde Serie. So ein bisschen. Dass man selber so ein bisschen mal. Könnte ich gedacht, nicht meine ist der von den Verkäufern so, wenn man sieht, so Disneyland oder so weiter, was oder so Europa Park, so wer von denen könnte ja so, muss man sich gar nicht verkleiden, wer von den Verkäufern dort und Animateuren dort kennt den CEO von dem ganzen Laden dort persönlich. Selbst wenn da im Anzug rumläuft, das ist ja, ist jetzt nicht, ist jetzt keine. Dein Kunde im Anzug kommen läuft. Freizeitpark hier
Ja, aber gibt auch Business-Leute, die mal ein bisschen. Sollte eigentlich nicht auffallen. Ich meine, wenn du da arbeitest, hast du vielleicht beim, ja, nicht als Kioskverkäufer, ja, sondern nicht als Animateur vielleicht schon, das ist da. Im besten Fall hast du es dir mal beim Bewerbungsgespräch irgendwie mal fürs Bewerbungsgespräch mal angeguckt, wer das so ist, was so. Hat dann auch nicht wirklich, da guckst du nicht den CEO an, da guckst du irgendwie, da guckst du, wer, was ist das für ein Unternehmen, wo ich hin will, was macht er so, das ist jetzt so, wer da. Hey, auf geht's. Ja, nicht für eine Fressbude, wie das willst du denn da irgendwie. Auch nicht als Animator. Das Parkverwaltung vielleicht so eine so, das ist halt wie. Das habe ich hier, diese Attraktion fand ich ganz cool. Mal mit so. Mit Trampeln. Das mache ich auf dem Freizeitpark gerne. Ich war nie auf einem Freizeitpark, wo ich war nicht auf die großen Freizeitparks. Denn. Ich war nie auf so einem Ding, wo es wirklich so voll ist. An einer bestimmten Menge macht es dir auch dann keinen Spaß mehr, wenn so alle so. Also wenn du so mit der Familie irgendwie dann so. Mit drei Wegen und so weiter und dich dann gegenseitig fast aus dem Fahrgeschäft tackelst. Ja, es ist dann. Wenn dich selbst, also nicht den Gegner oder den anderen, am besten und dich selbst durch den Aufprall. Sorry. Selbst fast auch aus dem Auto fliegen. Raus. Gucken wir hier noch weiter zu.
geht's jetzt hier hin? Ich finde es gerade irgendwie, ich finde es irgendwie gerade sehr spannend hier mal so ein bisschen. Die drei Leute hier. Drei Kumpels mal zu beobachten. Ich kann hier leider keine Third Person machen. Ist doch mal die. Das wird die nächste Mission. Ich glaube, das geht wieder zurück hier, das geht wieder ausgehend ansteuern. Nicht noch eine Attraktion mit dem Testchen fahren. Haben wir den Extrem. Den Diablo. Also gerade die das Einkaufsfüller am Anfang finde ich gar nicht so eine schlechte Idee, ein bisschen so. Ich glaube, kein so schlechter. Die Crespen. Keine böse Sache. Das geht auf den. Das ist straight auf den Ausgang zu. Das ist eine Beschränkung für den. Ich wusste am Anfang nicht, aber. Das ist nicht, ja. Scooter fahren. Scooter heißt das, glaube ich. Jetzt Kaffee. Oh nö, doch noch ins Restaurant. Muss man doch fest am Arbeiten. Doch hoffentlich wieder happy. Die Lampen im Weg. Aha. Weg. Fürs neue Benachrichtigung. Kein freies Personalgebäude. Das Ding ist immer noch kaputt. So ein Shit. Technisches Problem. Lampen werden.
Die Tür ist noch kaputt. Scheiße. Muss neu aufbauen oder was? Das Casting muss nochmal neu aufbauen. Wie der Weg geht mir dabei kaputt. Ich das aber nix. Einfach nochmal neu bauen. Und das Schloss. Weh, das passt jetzt hier nicht rein. Und was zum... Ich glaub's nicht. Es gibt nicht damit Probleme. Ich glaub nicht kneifen. Ein schön werft. Besser als nichts. Ich weiß, dass das nicht hier verbunden ist, meine Fresse. Das ist geöffnet. Mal auffüllen. Dass wieder halbwegs gut aussieht. Jetzt gibt's hier alles technische Probleme. Warte mal vor dann. Dann wäre auch zu schön gewesen, wenn es mal gelaufen hätte.
Die wurde geschnappt. Ich muss jetzt noch ein bisschen weiter reinziehen hier. Sehr schön. Fast noch besser als vorher. Das Ding ist kaputt. Wird doch nie wieder neu platziert. Ich muss es doch nur in die Form hier richtig angepasst werden. Na genug. Muss man platzieren. Sehr schön. So, noch die Möglichkeit. Wir testen mal hier. Was ging's? Wahrscheinlich nicht. Ding ging aber schnell kaputt. Pass. Hier warten wir das Skippen. Sehr schön. Jetzt auch nochmal einen Premium-Pass geben.
Sehr schön. Das Ding ist nicht reparierbar. Schnell einsetzbar. Gut, das war der schwarze Weg hier. Nein, und der hier. So, den Mittelgang hier. Ein bisschen umplatzieren. So, geöffnet. Das wird getestet. Jo. Mal öffnen. Radius 2 hat ein technisches Problem. Ja, das ist eine Brüche. Ach so ein Scheiß. Verkäufer einstellen. Haben wir noch nicht genug. Banker. Habe ich auch noch keine gesehen. Naja. Das Ding funktioniert wieder. Sehr schön. Aber sehr schnell Verschleiß. Das geht wieder. Das muss auch noch irgendwie hinkriegen. Oh, Menschen in Luft. Wie hieß denn das Ding? Ich muss mal neues hinpflanzen. Das könnte es gewesen sein. Nee, war es nicht. Mehr Kurven.
zu groß. Nehmen wir das hier. Sieht auch sehr extrem aus. Was ist die Achterbahn hier? Zu geben hier. So, das Geld der Eingang ist so ein Scheiß. Sehr schön. Immer testen. Toiletten treffen, ja. Hat ein technisches Problem. Fantastisch. Ist auch wieder extrem hier. Ja. Ach du Scheiße. Aber richtig. Federnteil vom Abschnitt. Wie sieht das aus? Test beendet. Mit so einem doppelten Boden. Aha. So, die Station kann wieder betrieben werden. Technisches Problem, Riesenrad, ist Dreck. Das nächste Ding kaputt. Radius 2. Hier.
sehr schön. Noch irgendwas hier, was nicht funktioniert. Victory. Das repariert hier. Dann läuft der Park wieder. Wo soll ich denn die ganzen... Ich stehe jetzt keinen Verkauf ein. Soll da einer hingehen? Oh hier, ein Sonnenuntergang. Echt nicht schlecht. Da kann hier noch ein bisschen was passieren, aber... Ja. Und dann decke ich auch die Bänke. Ah. Park über den Laden. Es ist hier. Es gibt immer noch viele Verluste, aber es läuft. Stehen wir für die Leute an? Ja, da kommen auch die Leute rein. Schiffsschaukel. Gehen wir wieder hin. Das sieht nicht gut aus. Ich kann mal ausbilden. Du bist Tiere, Mensch. Hab jetzt auch mal gelernt. Aber die Trains wurde repariert, sehr schön. Dafür bezahle ich doch die Reparatur. Zufriedenheit, guck mal, die zufrieden, wenn die mal verständlich bezahlt werden hier. Alles grün hier. Du kriegst die Bezahlungsmöglichkeiten gefunden. Vernünftig ausgebildet hier. Ja. So nämlich. Bevor jetzt noch irgendwas passiert, dass irgendwas noch schief läuft. Enden wir das hier mal. Ein Blick aus der Gondel. Ist am Rand nicht so gut. Hm, nee.
Gut, na dann einmal den Part speichern. Ja, und dann zum wir doch wieder einen erfolgreichen erfolgreichen kleinen Kurs, das du überlebt. Ich würde sagen, ich schicke euch jetzt den Endcard, dann sehen wir noch wohin. Und der noch live ist und noch einen Weg von mir kriegt. Und das ist mein Erfolg, ist doch immer los. Sehen wir uns morgen wieder zu Trinity Wonderland mit Molly. Ist da dann weiter. Und am Montag spielen wir No Longer Home. Das ist ein kleines Spiel, das Indie-Game. So, leider auf Englisch, aber gut, krieg ich hin. Ansonsten, ja, wir sehen uns am Mittwoch dann zum Chaos of the Punya, am Freitag dann wieder zu Planet Coaster wieder. Aber erstmal morgen. Tiny. So der Plan. Ich würde sagen, ab in die Endcard. Ab in Wait.